Semi. Ich habe gehört, du hast heute in der Früh auch mitgeholfen, Eier zu suchen. Ja, allerdings mit nicht allzu viel Erfolg. Irgendwie war immer schon jemand vor mir an den Eiern. Ganz schön doof. Dabei bin ich wirklich sehr schnell unterwegs gewesen. Ich bin geradezu gerannt. Aber bei meiner Geschwindigkeit reicht das nicht. Ja, das ist halt leider so. Ich dachte halt, dass du vielleicht, was soll ich sagen, vorne im Garten ein bisschen gleich direkt vor deiner Nase angefangen hast zu suchen und dadurch was gefunden hast. Nein. Ich bin losgelaufen und noch ehe ich einen Meter weit war, war schon dieser Hund vor mir. Irgendwie ist das nicht fair. Ihr hättet mir ruhig einen Vorsprung lassen können. Ja, ich glaube, wir hätten dich eine Stunde vorher anfangen lassen können zu suchen und dann kommen die anderen dazu. Ja, eine hervorragende Idee. Ganz genau. Ich bin nun mal eine Schildkröte und somit ein bisschen gemächlicher. Außerdem bin ich ja jetzt erst kürzlich so richtig wach geworden. Das Frühjahr kommt und ich werde schneller. Mit jedem Grad, mit dem die Temperaturen steigen, werde ich schneller. Naja, da bist du ja bei 40 Grad im Sommer vielleicht dann irgendwann richtig super schnell. Ja, dann kann ich euch alle überholen, weil bei 40 Grad keiner von euch noch einen Schritt nach draußen macht. Ja. Ah, übrigens, ich habe festgestellt, dass all die Dinge, die ihr versteckt habt für Ostern, vollkommen Schildkröten untauglich sind. Was soll ich als Schildkröte um Himmels Willen mit Krokanteiern? Blödsinn. Ja, du kriegst ja dafür auch was Eigenes danach. Dir werden wir danach so richtig schön Salat geben und Löwenzahn und alles so sammeln. Und dann vielleicht mal kriegst du Kräuter. Klingt gut. Ja. Dann werde ich aufstehen. Ich bin von heute früh so geschafft. Ich komme gar nicht mehr hoch. Ja, warte, ich helfe dir. Geht's? Ja, es geht. Es ist wirklich verdammt anstrengend im Frühjahr bei diesen Temperaturen auf Trab zu kommen. Meine Krallen sind auch länger geworden über den Winter. Guck nur. Zeig mal. Ah ja, doch, die sind länger geworden. Genau. Die hinteren auch. Die sind auch länger geworden. Mann, wirklich. So ein Winter kann eine Schildkröte schaffen. Die anderen haben ja den Winter im Kühlschrank verschlafen. Aber ich
als die Große wollte wach bleiben. Ich denke, nächstes Jahr mache ich das anders. Da juckt was. Wo juckt was? Am linken Hinterbein. Da? Ein wenig weiter nach innen. Da? Ja. Oh, das ist gut. Ja, das ist zu viel. Zu viel gekratzt. Zu viel Anstrengung für eine Schildkröte im Frühjahr.